Herzlich willkommen zurück. Ihr schaut Franks Heli-Info. Heute für euch abschließende Informationen zum HD 750, das Update 2.1 und eine Vorschau, eine Vorankündigung von Informationsvideoprojekten, die so in meinem Kopf rumschwirren, die ich euch dieses Jahr noch zeigen möchte. Viel Spaß, bis gleich. Ein kleines abschließendes Update für den HD 750 für euch. Und zwar habe ich ja im Video 2 angekündigt, mal andere Heckblätter auszuprobieren. Habe ich natürlich auch gemacht. Und zwar hier die X-Blades, die 115er. Die sind einen ganz kleinen Tick länger als die SABs. Dafür sind die SABs einen ganz kleinen Tick breiter. Die X-Blades hier sind je Blatt um 1 Gramm schwerer als die SABs. Die X-Blades wiegen je Blatt 7,4 Gramm und die SABs 6,35. Aber es gibt keinen Unterschied beim Fliegen. Sie halten nicht besser oder sind nicht lauter oder nicht leiser oder sonst was. Das ist eine reine Glaubensfrage hier. Die einen sagen, ah, die SABs sind super, sie sind ganz toll. Die anderen sagen, die X-Blades sind ganz super, ganz toll, schwöre ich drauf. Ich habe keinen Unterschied feststellen können. Okay, das zu den Heckblättern. Kommen wir zum Motor. Da habe ich ja gesagt, der HD 750 ist ausgelegt für 8 mm Wellen. Stimmt natürlich auch, aber es ist auch möglich, Motoren mit 6 mm Wellen hier einzubauen mit einer Distanzhülse. Die Distanzhülse sollte aber nach Möglichkeit oder muss sogar vorne ein bisschen rausgucken, damit sie in das Gegenlager, was ja auch eine 8 mm Öffnung hat, damit sie da noch Halt findet, denn hier wird die Welle ja ein bisschen gespannt von dem Zahnriemen und da ist es dann doch wichtig, dass das Gegenlager auch gut arbeiten kann und dass das Gegenlager die Welle hier unterstützen kann. Das nochmal als Info für euch. Dann habe ich, wie ihr sehen könnt, den Contronic Cosmic Regler hier drauf gebaut, habe ich ja auch angekündigt, aus rein optischen Gründen. Beim Fliegen habe ich wirklich keinen Unterschied feststellen können zu dem guten Hobbywing Regler hier, dem Platinum. Bei meinem Flugstil habe ich da nichts feststellen können, ist genauso gut. Aber eine Sache ist aufgefallen, und zwar was die Drehzahl angeht am Kopf. Ich habe im Sender die Regleröffnung von 74% und bei dem Platinum-Regler war das am Kopf tatsächlich gemessene 1650 Umdrehungen und bei dem Cosmic-Regler, 74% Regleröffnung, hatte ich eine Kopfdrehzahl von 1690, also 40 Umdrehungen mehr. Was heißt das? Ihr erinnert euch, der Umrechnungsfaktor in diesem Kopfdrehzahlrechner ist mit dem Wert von 210 für den Hobbywing-Regler hier. Dann funktioniert das hervorragend. Der Rechner stimmt überein, die Zahl mit der tatsächlich gemessenen Kopfdrehzahl. Tut sie jetzt ja nicht mehr mit dem Cosmic-Regler hier. Da muss der Wert rein 205. Dann funktioniert das auch wieder. Was sagt uns das? Jeder Regler hat so ganz kleine Abweichungen im Governor-Mode. Die sind ja nicht groß. Aber die gibt es halt. Wenn man denn so will, die Voraussetzung war natürlich gleich, ne? Voller Lipo, null Pitch und 74% im Sender. Ja, aber trotzdem hatte ich bei 74% eine andere Kopfdrehzahl gemessen, tatsächlich. Also können wir uns, glaube ich, einigen, 205 haben wir bei dem einen Regler, 211 bei dem anderen, nehmen wir dazwischen die 208. Und dann funktioniert das so für jeden Regler so halbwegs mit einer Abweichung von 20, 30 Umdrehungen am Kopf. Ja, mein Gott, ich denke, da können wir mit leben. Gut, das war es. Das war es tatsächlich schon, das kleine Update für den HD 750 hier. Eine Information habe ich leider noch für euch. Und zwar bin ich mal wieder raufgegangen auf die Seite HD Helikopters.
Und was ist da passiert? Ich gucke drauf und ich klicke das mal, ich habe dir mal was vorbereitet, was ihr nicht sehen könnt. Und zwar steht dann da, this store has closed. Dieser Shop ist geschlossen. Jetzt weiß ich nicht genau, was da los ist, keine Ahnung. Ich habe nur das hier und auf Facebook sind sie leider auch weg, sind sie auch nicht mehr da. Ich ahne ganz fürchterlich böse Sachen. Wenn es denn so ist, dass sie pleite sind oder was weiß ich was, keine Ahnung, dann hoffe ich sehr, dass irgendeine andere Firma das hier alles übernimmt und dass der HD unter einem anderen Namen vielleicht irgendwann wieder auftaucht. Das wäre wirklich super, super schade, wenn das Projekt hier den Bach runtergeht. Das würde ich sehr, sehr schade finden. Mal sehen, wie es weiterläuft. Ich versuche euch auch da auf dem Laufenden zu halten. Der Shop ist definitiv erstmal weg. Heute ist der 8.6. Wir werden sehen. Ich habe für euch noch eine Vorankündigung, eine Vorschau von drei Videos, die in meinem Kopf rumschwirren. Das erste Video ist fast schon fertig und zwar habe ich dort für euch getestet vier Flyberless-Systeme mit Rettungsfunktion. Und zwar das MicroBeast Plus, das V-Stabi Neo, MSH Brain und das Bavarian Demon 3SX. Es steht ja immer wieder werde ich gefragt, Frank, welches System hat denn die beste Rettungsfunktion? Eine Frage, die wirklich sehr, 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 sehr schwer zu beantworten ist. Ich stelle euch vor, die Oberfläche, wie ist es denn zu bedienen, wie ist es denn einzustellen, die Rettungsfunktion, schwer, leicht, kompliziert. Und natürlich, da ich die ja auch selber fliege, tatsächlich fliege, gibt es noch ein paar Aufnahmen, wenn man bei diesen vier verschiedenen Rettungen den Schalter drückt oder den Hebel zieht, wie rettet es denn nun tatsächlich? Das ist das ein Video für euch, was ich in Vorbereitung habe. Das zweite Video, da geht es um Regler, speziell um den Governor. Governor, was ist denn überhaupt Governor? Governor Store, Governor Normal, Governor 11, gibt es da einen Unterschied? Hä? Und bei dem einen Regler muss man es einlernen, bei dem anderen Regler muss man es wieder nicht einlernen und so weiter und so weiter. Da werde ich noch ein Video für euch machen. Kontrolle Cosmic, Jive-Regler, auch wieder anders mit der Prozentzahl, die man da eintragen muss. Den Castle, Hobbywing natürlich und den Young Generation oder den Yep-Regler. Da werde ich mal sehen, was ich da speziell rausnehme. Ist noch in meinem Kopf drin. Und ein letztes Video, ihr seht schon, was ich auf dem Tisch liegen habe. Ein letztes Video, ich werde die iX12 von Spektrum vorstellen hier. Ein bisschen im Vergleich mit der DX9. Das werde ich noch machen. Ja, darauf freue ich mich schon auf dieses Video, was da Spektrum rausgegeben hat mit der iX12. Okay, das dazu. Wir sehen uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Frank.